Ja, hallo liebe Schleichfreunde, da sind wir wieder. Und unser kleiner Anti-Held Styx ist immer noch vor der Tür, durch die wir eben schon mal geschaut haben. Ah, da muss ich ganz schön strecken. Machen wir direkt weiter hier. Nix, keiner da. Also, öffnen wir mal die Tür. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Knacken des Schlosses gerade bei dem, also bei der letzten Folge konnte man das sehen. Dass ich da doch noch mehr hätte selber machen müssen, anstatt einfach nur eine Taste gedrückt zu halten. Oh, da steht aber jemand um der Ecke. Da müsste ich ein bisschen aufpassen, nicht, dass der mich sieht. Also aber auch keine Fackel, also nichts, wo ich mich jetzt hier im Dunkeln entlanghangeln kann. Kann ich jetzt hier? Gibt's da irgendwas? Habe ich nix. Das sieht auch nicht danach aus, als ob ich da irgendwo. Da komme ich lang. Okay. Na, das ging auch ganz gut. Wow, muss ich. Ah! So. Okay. Huiuiui. Okay. Das geht. Mal. Schön im Schatten. Teppich. Okay, Zeugs. Nutze sie, um deinen Gegner zu überraschen. Okay. Machen wir das. Assassin's Rule Number One. Always strike from behind. Especially when the fucker is twice your size. And remember to land on the carpet to make less noise. Okay, versuchen wir es mal. Denke mal. I can't leave this stiff lying around. Okay. That would be messy. Where can I hide it? Ich wollte ihn eigentlich gar nicht töten, aber gut. Verstecken. Wo kann ich denn? Da, Schrank ist super. Leiche verstecken. Plopp. So. Schade, eigentlich wollte ich ihn nicht umbringen, aber ich bin anscheinend doch daneben neben den Teppich gesprungen. Kann ich hier irgendwas machen, tun, finden? Oh oh. Da habe ich den Stuhl mal dezent angetickert. Machen wir mal das Ganze hier aus. Falls. Den Maustasten kann ich übrigens gar nichts tun. So, töten, parieren. Duell mit dem Gegner. Wenn du von Wachen im Nahkampf angegriffen wirst, gibt es kein Zurück mehr und du musst dich zur Wehr setzen. Wehre die gegnerischen Angriffe im richtigen Moment ab und bringe den Gegner aus dem Rhythmus, um ihn dann schließlich zu töten. Töten und parieren. Okay. Jetzt kann man die Maustaste benutzen. Sehe ich denn was? Hier bin ich im Schatten. Da bin ich nicht. Okay, ich mache erstmal vielleicht diese Fackel noch aus. Fisch. Na, wunderbar. Dann wird's schon. Okay, hier wird's wieder heller.
no choice. I have to fight him. Gotta find the best move to counter his attacks. Okay. Hallo? Ich drücke. Okay, das war aber irgendwie... Wo kann ich den jetzt verstecken? Also der Kampf war jetzt nicht so dolle. Das mit dem Parieren, muss ich sagen, hat noch nicht so richtig geklappt. So, schauen wir mal durchs Schlüsselloch. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Ah, da laufen welche rum. Okay. Ich guck noch mal durch. Keiner da. All right. Let's keep going. Schleppe ich jetzt die ganze Zeit diese Leichen mit mir rum? Ist ja super. Kann ich den denn reinpacken? Ist jetzt nicht so prickelnd, hier die ganze Zeit irgendjemand mit sich rumzuschleppen. Leiche fallen lassen. So, okay. Sand? A little spit? That could put that torch out from here. Aha, okay. Den Jungen, du bleibst mal kurz hier liegen. So. Bin ich hier weiterhin im Schatten? Ja. So. Sand nehmen. Gegenstand wechseln. Ah ja, okay. Schick. Leiche nehmen. Ah, da kann ich die Leiche vermutlich drin verstecken. Ich muss sie noch mal kurz eben... Wie weit kann ich diese... Hat funktioniert. Wunderbar. Ich würde ganz gern die Leiche da drin ablegen. Ah, der Schrank ist da. So. Wo lang? Die sehen mich ja gar nicht, ne? Ist ja schön. Wenn ich jetzt näher komme... Denkt man nicht, dass ich mich mit den ganzen Wachen hier anlegen sollte. Ah, ich finde das schon spannend, muss ich ja sagen, ne? Muss ich ja schon sagen. Ja, ah, der ist aber direkt in unserem Fokus quasi. Da irgendwo lang? Oder da oben irgendwo? Nee, da scheint's. Lebensdrang, Sand, Lebensdrang, okay.
viel Sand kann ich denn mitnehmen? Okay, immer 5 von 5. Gut. Nochmal hier zurück. Kann ich da nochmal irgendwas tun? Nee. Die sehen uns so nicht. Ich denke mal... Upsala. Kann ich hier lang? Ja, kann ich. Hallo Pilze. Kann ich die aufnehmen? Nee. Okay, da muss ich wahrscheinlich warten. Bis der wieder weg ist. Oh shit, this one's for me. Ja, okay. Ja gut. Also, ich finde es ein bisschen schwierig abzuschätzen, wann man gesehen wird und wann nicht. Wo noch Schatten ist und wo nicht. Das ist irgendwie... für mich ganz, ganz schwierig einzuschätzen. So, mal kurz eben den Trank nehmen. Also, die hätte ich auch liegen lassen können, die Leiche. So, die machen wir direkt auf. Da war ja nichts... In dem Fall wissen wir Bescheid. Also, wie ist denn das dann auf difficult? Also, wie ist das dann auf schwer? Alright. Let's keep going. Okay. Schlabbern wir erstmal hier so einen Trank. Die Leiche lassen wir mal kurz hier liegen. Löschen. Sand? A little spit? I could put that torch out from here. Sand nehmen. Ah, na super. Na egal. Nicht so wichtig. Auch ausgemacht. Nehmen wir mal wieder Sand mit. Leiche holen. Okay, ein richtiger Meisterdieb bin ich noch nicht, aber ich bin ja auch noch ein Meisterdieb in Ausbildung. Hier kann man jetzt lang. Achso, da hätte ich die Leiche schon direkt reinstecken können. So. Zack, rein mit dir. Shit, more guards. If I stay hidden behind this barrel, it should be fine. Also ich drücke die Taste in die Lane. Auf diese Weise fällt dein Gegner schwerer, dich zu entdecken. Okay. Bin ich denn hier irgendwo im Schatten? Da sind diese Dinger, die kann ich nicht löschen. Jetzt wieder so blöd. Wo ist Schatten? Wo ist kein Schatten? Ah. Der kotzt erstmal eine Runde. Ist auch schön. Super. Ja. Hm.
Eieiei, okay. Also, so richtig gut bin ich ja noch nicht in dem Spiel, muss ich ja sagen. Achso, ich warte mal darauf, dass was passiert. So, ja. Shit, more guards. If I stay hidden behind this barrel, it should be fine. Naja, gut. Und nochmal tot. Ja, nee, ist klar. Das ist gerade ein bisschen frustrierend, finde ich. Gerade weil ich es auf normal spiele. Shit, more guards. Okay. If I stay hidden behind this barrel, it should be fine. Na super, der kommt bis hier hinten. Glück gehabt. Da habe ich nicht gesehen, aber wie komme ich denn jetzt bitte an denen vorbei? You're already dead. Take your nose there. Da weiß ich also noch nicht, wie ich da dran vorbeikomme. Shit, more guards. If I stay hidden behind this barrel, it should be fine. Okay, jetzt muss ich warten, bis der weg ist und dann wieder zurück. Ja, da habe ich ja gar keine Chance mehr rauszukommen. Irgendwie bin ich mir gerade nicht sicher, wie das zu packen sein soll. Ah, super. Hallo, warum geht denn der nicht in die Richtung? Ja, jetzt hänge ich hier fest. Nein, ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Und nochmal töten. Läuft, hä? Ich bin gut. So. Shit, more guards. If I stay hidden behind this barrel, it should be fine. So, ich gehe hier in Deckung. Hoffe mal, dass der mich jetzt nicht sieht. Nothing to report. Ja, und der sieht mich sofort. Habe ich mich vielleicht hier in eine Situation reingebracht, wo ich irgendwie an der Stelle nicht mehr rauskomme? Also einen Versuch starte ich jetzt noch, dann breche ich das an der Stelle erstmal ab und muss ich erstmal schauen. Muss vielleicht so ein bisschen probieren. Shit, more guards. If I stay hidden behind this barrel, it should be fine. Hallo, lehn dich mal an die Wand. Hallo. Ah, okay, man muss so weit vorgehen. Holla. Finde ich aber... Also finde ich nicht einfach, muss ich sagen. Ich würde ja ganz gerne speichern. So. Erinnerung 1 von 3. Achso, okay, so. So, 0% habe ich von dem Spiel schon geschafft und, so. Wo, jetzt komme ich hier nicht rüber, oder was? Ah, ja, okay. Der Tisch erstmal. Jetzt bin ich erstmal in Sicherheit. Deckung 5 Meter. Also, ich finde das Spiel echt nicht einfach, aber vielleicht ist auch eine Gewöhnungsgeschichte. Muss man sich erstmal an die Möglichkeiten, die sich bieten,
ja, ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen kennenlernen. Aber ich glaube, ich mache hier an der Stelle nochmal wieder einen Break. Hier sitze ich gerade und hocke ganz gut und keiner haut mich. Also, ich hoffe, die Tode haben euch nicht zu sehr gestört. Und ihr hattet ein bisschen Spaß, seid beim nächsten Mal wieder da mit dabei. Und so lang zocken wir für den Frieden.